Hallo Freunde und herzlich willkommen bei Lana Loca. Ich bin Anki und ich zeige euch in diesem Video, wie ihr diese süßen runden Untersetzer mit den kleinen Verzierungen häkeln könnt. Und ich hoffe, dass ihr genauso viel Lust auf dieses Projekt habt wie ich. Wenn euch die Anleitung gefällt, dann gebt dem Video doch einen Like und lasst auch gerne ein Abo da. Damit helft ihr mir und meinem Kanal dabei zu wachsen. Dann schnappt euch jetzt Wolle und Häkelnadel und los geht's! Ich verwende für dieses Projekt zwei verschiedene Baumwollfarben. Ich habe hier einmal dieses Weiß und noch dieses schöne Lila. Dazu nutze ich eine Häkelnadel der Stärke 3,0. Am besten nehmt ihr hier auch eine, die ein bisschen kleiner ist als die Stärke, die auf der Banderole angegeben ist. Dann braucht ihr natürlich noch eine Schere, eine Stopfnadel, um die Fäden dann am Ende zu vernähen. Und was ihr auf jeden Fall auch braucht, ist ein Maschenmarkierer, da wir in Spiralrunden häkeln. Falls ihr keinen Maschenmarkierer habt, dann könnt ihr dafür aber auch einfach eine Haarklammer nehmen. Ich verlinke euch dann wie immer nochmal alle Materialien unten in der Infobox. Ich zeige euch kurz, wie wir das Ganze dann häkeln. Wir fangen gleich mit einem Fadenring an und haben dann in der dritten und in der sechsten Runde jeweils diese Verzierung, die wie so kleine Herzchen aussehen. Auf Englisch nennt man das den Snowfall Stitch, also den Schneefallstich auf Deutsch. Und in der letzten Runde haben wir dann noch eine weitere Verzierung in Form von Büschelmaschen. Wir starten dann jetzt mit unserem Fadenring. Falls ihr nicht wisst, wie der geht, dann verlinke ich euch dazu nochmal mein Anfängervideo hier oben rechts oder auch unten in der Infobox könnt ihr da jetzt nochmal nachschauen. Das Ganze fixieren wir dann mit einer Luftmasche und in diesen Fadenring häkeln wir jetzt 6 feste Maschen hinein. Wenn ihr eure 6 festen Maschen gehäkelt habt, dann könnt ihr einfach an dem Anfangsfaden ziehen und dadurch zieht sich der Kreis dann zusammen. Wir schließen den Kreis allerdings nicht mit einer Kettmasche, wie ihr das vielleicht gewohnt seid, sondern wir häkeln direkt in Spiralrunden weiter. Das heißt, ihr stecht dann in die allererste feste Masche ein, die ihr gehäkelt habt. Und dann holt ihr den Faden nach vorne und macht eine feste Masche ganz normal, wie ihr das kennt. Und diese markiert ihr euch dann auch direkt mit eurem Maschenmarkierer, damit ihr genau seht, wo eure zweite Runde angefangen hat. Wir sind jetzt schon in der zweiten Runde und in dieser Runde wird jede Masche verdoppelt. Das heißt, wir stechen in jede Masche ein und machen dort dann 2 feste Maschen. Wir haben ja jetzt schon eine feste Masche gemacht, die eben da markiert ist. Das heißt, ihr stecht jetzt in dieselbe Masche nochmal ein und macht dann dort eine zweite feste Masche rein. Dann sucht ihr euch die nächste Masche und auch die wird wieder verdoppelt. Das heißt, da macht ihr dann auch wieder 2 feste Maschen rein. Und dann geht ihr die ganze Runde genauso weiter entlang. Also in jede Masche kommen dann immer 2 feste Maschen. Und am Ende der zweiten Runde habt ihr dann insgesamt 12 Maschen. Dann könnt ihr jetzt am Ende der Runde den Maschenmarkierer aus der Anfangsmasche rausnehmen und dann auch in diese Masche eine feste Masche machen und die wird dann wieder mit dem Maschenmarkierer markiert, dass ihr dann eben direkt wisst, dass das die erste Masche aus der dritten Runde ist. In der dritten Runde wird dann jetzt jede zweite Masche verdoppelt. Wir haben ja jetzt schon unsere erste feste Masche gemacht, das heißt die nächste Masche, die wird dann verdoppelt. Und hier fangen wir dann auch schon jetzt mit unserem Farbwechsel an, mit dem Herzchenstich oder Snowfall Stitch, wie er heißt. Ihr stecht dann in die nächste Masche ein. Dann zieht ihr jetzt den zweiten Faden, der andersfarbig ist, durch. Macht jetzt aber keine feste Masche mit diesem zweiten Faden, sondern ihr lasst ihn jetzt direkt wieder fallen.
nehmt euren normalen Faden auf und beendet dann die feste Masche mit diesem normalen Faden. Und wir hatten ja eben gesagt, dass die zweite Masche verdoppelt wird, deswegen stecht ihr jetzt in diese selbe Masche nochmal ein und macht dann dort jetzt eine zweite feste Masche rein. In die nächste Masche kommt dann jetzt wieder nur eine feste Masche rein und wie ihr seht, nehme ich den lilanen Faden auch die ganze Zeit schon mit, den häkel ich ein. Also achtet darauf, dass er immer auf der Häkelnadel liegt, wenn ihr den Faden durchzieht. So, und in der nächsten Masche haben wir dann jetzt wieder eine Zunahme und da haben wir jetzt auch wieder einen Farbwechsel. Das heißt, wir stechen dann in die nächste Masche jetzt ein, ziehen dann den lilanen Faden durch, lassen ihn aber sofort wieder fallen und beenden die feste Masche mit unserem normalen Faden wieder. Und da wir ja eine Zunahme in dieser Masche haben, stechen wir dann in dieselbe Masche nochmal ein. Der lilane Faden liegt wieder auf der Häkelnadel und dann machen wir jetzt noch eine feste Masche. So macht ihr dann jetzt die komplette Runde weiter. Jede zweite Masche wird verdoppelt und zwischen den Farbwechseln habt ihr dann immer noch zwei feste Maschen, die eben die normale Farbe haben. Also in meinem Fall ist es dann dieses Weiß. Die Runde endet dann auch mit einer Zunahme und ihr müsst jetzt insgesamt 18 Maschen haben. Das könnt ihr dann nochmal nachzählen. Und den lilanen Faden, den könnt ihr jetzt schon abschneiden. Das wird dann am Ende nochmal alles gut vernäht, dass es eben von unten nicht mehr sichtbar ist. Dann nehmt ihr den Maschenmarkierer raus, macht dann in diese nächste Masche auch wieder eine feste Masche rein. Und diese markiert ihr euch dann wieder. Wir sind dann jetzt in der vierten Runde angekommen und hier wird jetzt jede dritte Masche verdoppelt. Damit der Untersetzer schön rund wird, arbeiten wir mit versetzten Zunahmen. Das heißt, dass wir in dieser Runde die Zunahme bereits in der ersten Masche machen. Und dafür macht ihr dann einfach noch eine zweite feste Masche in dieselbe Masche, in die ihr auch die markierte Masche gehäkelt habt. Dann macht ihr jetzt in die nächsten beiden Maschen jeweils nur eine feste Masche rein. Und die dritte Masche wird dann wieder verdoppelt. Das heißt, da macht ihr dann zwei feste Maschen rein. Und das Ganze macht ihr dann die komplette Runde entlang. Die Runde endet dann mit einer festen Masche und ihr habt jetzt insgesamt 24 Maschen. Wir sind jetzt in der fünften Runde angekommen. Dafür nehmt ihr dann auch wieder den Maschenmarkierer raus, macht dann dort eure erste feste Masche. Diese markiert ihr euch wieder und in dieser Runde wird jetzt jede vierte Masche verdoppelt. Die erste feste Masche habt ihr ja bereits gemacht. Und in die nächsten beiden Maschen kommt jetzt auch wieder jeweils nur eine feste Masche rein. Und die nächste Masche wird dann jetzt verdoppelt. Dann habt ihr wieder nur jeweils eine feste Masche in die nächsten drei Maschen und die vierte
Masche wird dann wieder verdoppelt. Und so geht ihr jetzt die komplette Runde lang. Am Ende der Runde habt ihr dann insgesamt 30 Maschen und die Runde endet dann auch mit einer Zunahme. So, ich bin hier am Ende der Runde angekommen, habe jetzt hier meine letzte Zunahme gemacht und jetzt kommen wir in die sechste Runde. In der sechsten Runde haben wir dann wieder eine versetzte Zunahme, das heißt, wir beginnen direkt mit der Zunahme in der ersten Masche. Als erstes macht ihr dann jetzt hier wieder die feste Masche, die ihr euch dann markiert. Und dann macht ihr direkt noch in dieselbe Masche eine weitere feste Masche rein. Außerdem haben wir dann in dieser Runde jetzt wieder den Farbwechsel und das ist dann genau wie in der dritten Runde auch schon, dass eben zwischen dem Farbwechsel dann immer zwei normale feste Maschen liegen und diese zwei normale festen Maschen, die haben wir ja jetzt hier schon gehäkelt, das heißt die nächste Masche, die wir jetzt häkeln, das ist eben mit dem Farbwechsel, dafür stechen wir dann in die nächste Masche ein. Nehmen uns dann jetzt einen neuen lilanen Faden, den ziehen wir durch, lassen ihn direkt wieder fallen und beenden dann die feste Masche wieder mit unserer normalen weißen Wolle. Wie gesagt, haben wir jetzt eine Zunahme in jeder fünften Masche und die lilane Masche ist also die erste feste Masche nach unserer ersten Zunahme. Wir häkeln jetzt also in die nächsten drei Maschen auch jeweils nur eine feste Masche rein, bis wir unsere nächste Zunahme haben. Hier fehlt uns dann jetzt noch eine feste Masche in die nächste Masche und dort machen wir wieder unseren Farbwechsel rein, weil wir ja, wie am Anfang gesagt, zwischen dem Farbwechsel immer nur zwei normale feste Maschen haben. Und das könnt ihr jetzt an diesem Maschenbild nochmal super erkennen. Die nächste Masche wird dann jetzt wieder verdoppelt. Da haben wir jetzt wieder eine Zunahme drin. Dafür stecht ihr dann ein und macht dann jetzt wieder zwei feste Maschen rein. Auch immer gut dran denken, dass ihr den lilanen Faden mit einhäkelt, dass der die ganze Zeit mitgeführt wird. Jetzt haben wir hier wieder zwei normale weiße feste Maschen gemacht. Das heißt, in die nächste Masche kommt dann jetzt wieder unser Farbwechsel rein. In die nächsten beiden Maschen macht ihr ganz normal jeweils eine feste Masche rein. Und danach habt ihr dann wieder euren Farbwechsel. In die nächste Masche kommt dann jetzt wieder die Zunahme. Da häkelt ihr dann wieder zwei feste Maschen rein. Und dann geht es nach diesem Prinzip immer weiter. Ihr macht jetzt die ganze Runde genauso weiter, bis ihr am Ende angekommen seid. Und am Ende der Runde habt ihr dann insgesamt 36 Maschen.
Die Runde endet dann auch mit einem Farbwechsel, also mit dem lilanen Faden, und den könnt ihr dann jetzt auch direkt abschneiden, den brauchen wir nicht mehr. Dann nehmt ihr euren Markierer raus, macht dann jetzt eine feste Masche und markiert euch diese erste feste Masche aus der siebten Runde dann jetzt direkt. Und in dieser Runde haben wir dann jetzt eine Zunahme in jeder sechsten Masche. Das heißt, ihr häkelt in die ersten fünf Maschen jeweils nur eine feste Masche rein und in die sechste Masche kommt dann eine Zunahme, da häkelt ihr dann zwei feste Maschen rein. Und so macht ihr das dann auch die ganze Runde entlang. Am Ende der Runde habt ihr dann insgesamt 42 Maschen und die Runde endet dann auch mit einer Zunahme. Daran könnt ihr dann auch nochmal gegenprüfen, checken, dass ihr das richtig gehäkelt habt. Die Runde muss auf jeden Fall mit einer Zunahme enden. So, hier seht ihr dann jetzt auch nochmal, dass ich die Runde mit einer Zunahme beende. Und dann sind wir jetzt auch schon bei der achten Runde angekommen. Ihr nehmt dann wie immer euren Maschenmarkierer raus, macht dann dort auch eine feste Masche, die ihr euch direkt wieder markiert. Und in dieser Runde haben wir dann eine versetzte Zunahme wieder. Das bedeutet, dass wir dann direkt mit einer Zunahme anfangen. Das heißt, zusätzlich zu dieser markierten festen Masche macht ihr jetzt in die gleiche Masche dann noch eine feste Masche rein. Dann häkelt ihr in die nächsten sechs Maschen jeweils nur eine feste Masche rein und die siebte Masche wird dann wieder verdoppelt. Also in dieser achten Runde verdoppeln wir dann jede siebte Masche. Und das macht ihr dann die komplette Runde entlang. Am Ende der Runde habt ihr nur eine einzige feste Masche, also da die Runde endet jetzt nicht mit einer Zunahme. Und am Ende der Runde habt ihr insgesamt 48 Maschen. In der neunten Runde verdoppeln wir jede achte Masche und wir häkeln in dieser Runde auch die Büschelmaschen als Verzierung. Die Büschelmaschen kommen dann in jede sechste Masche rein und wir haben ja jetzt hier gerade schon unsere erste feste Masche aus der neunten Runde, die haben wir ja schon markiert. Dann machen wir jetzt in die nächsten vier Maschen auch jeweils noch eine ganz normale feste Masche rein und dann zeige ich euch gleich danach, wie die Büschelmaschen gehen. So, ich habe jetzt noch zusätzlich vier feste Maschen gehäkelt. Wenn ihr dann die Maschen einmal zählt, dann kommt ihr jetzt auf fünf feste Maschen. Und jetzt machen wir unsere Büschelmasche. Ihr schlagt also einmal um, stecht in die nächste Masche rein und zieht den Faden nach vorne. Jetzt habt ihr drei Schlaufen auf der Nadel. Ihr schlagt dann direkt nochmal um, stecht in dieselbe Masche wieder ein und holt den Faden nochmal. Dann habt ihr jetzt fünf Schlaufen auf der Nadel. Und das gleiche macht ihr jetzt noch drei weitere Male, bis ihr dann insgesamt fünf Umschläge gemacht habt und dann insgesamt elf Schlaufen auf der Häkelnadel habt. Dann holt ihr euch den Faden und zieht diesen dann jetzt durch alle elf Schlaufen durch. Und dann macht ihr, um das Ganze zu fixieren, eine Luftmasche. Wenn euch das zu schnell war, dann zeige ich euch das gleich nochmal bei der nächsten Büschelmasche. Ihr macht jetzt erstmal in die nächste Masche noch eine normale feste Masche rein. Damit haben wir dann in dieser Runde jetzt sieben Maschen bereits gehäkelt. Und da wir ja, wie gesagt, in dieser neunten Runde jetzt jede achte Masche verdoppeln, kommt dann in die nächste Masche jetzt unsere Zunahme rein. Da häkeln wir jetzt dann eben zwei feste Maschen in diese achte Masche rein. Wir haben jetzt drei feste Maschen gehäkelt und wie gesagt kommt die Büschelmasche in jede sechste Masche. Deswegen fehlen uns jetzt noch zwei normale feste Maschen. Da kommt jetzt noch die zweite feste Masche. Also haben wir jetzt fünf feste Maschen gehäkelt. Das bedeutet, dass in die nächste Masche wieder unsere Büschelmasche kommt. Dafür schlagt ihr dann einmal um, wie beim Stäbchen oder halben Stäbchen. Stecht dann in die Masche ein und holt den Faden.
habt jetzt drei Schlaufen und dann schlagt ihr nochmal um, stecht ein und das Ganze insgesamt, wie gesagt, fünfmal. Also, dass ihr fünfmal dann eben diesen Umschlag habt und insgesamt dann 11 Schlaufen auf der Häkelnadel drauf liegen habt. Und wenn ihr diese 5 Umschläge gemacht habt, dann holt ihr euch jetzt einfach dann den Faden und zieht diesen dann durch alle 11 Schlaufen durch. Und dann macht ihr wieder eine Luftmasche, um die Büschelmasche zu fixieren. In die nächsten 4 Maschen macht ihr dann jetzt jeweils nur eine feste Masche rein, bis wir dann bei unserer nächsten Zunahme angekommen sind. Da war jetzt unsere letzte Zunahme und danach haben wir eben jetzt 7 Maschen behäkelt. Das heißt, dass jetzt die 8. Masche wieder drankommt, wo dann unsere Zunahme drin ist. Ihr macht dann in die nächste Masche also eine feste Masche rein. Und jetzt, wenn ihr einmal durchzählt, seht ihr, dass wir 5 feste Maschen gemacht haben. Das bedeutet, dass jetzt die 6. Masche kommt und die 6. Masche ist ja dann wieder unsere Büschelmasche. Also ist jetzt die 2. Masche aus der Zunahme unsere Büschelmasche. Ihr schlagt dann jetzt einmal um, stecht dann ein, holt den Faden und macht das gleiche dann noch 4-mal, bis ihr dann eben wieder 11 Schlaufen auf der Häkelnadel habt. Dann holt ihr den Faden und zieht diesen dann durch alle 11 Schlaufen durch und fixiert dann am Ende die Büschelmasche wieder mit einer Luftmasche. In die nächsten 5 Maschen häkelt ihr dann jetzt wieder ganz normal jeweils nur eine feste Masche rein und in die 6. Masche kommt dann wieder eine Büschelmasche rein. Und genau so geht es dann jetzt die ganze Runde entlang. Ihr habt dann alle 6 Maschen immer eine Büschelmasche und jede 8. Masche wird dann verdoppelt. Am Ende der Runde habt ihr insgesamt 54 Maschen. Die Runde endet dann jetzt mit einer Zunahme und wie gesagt habe ich dann jetzt am Ende der Runde insgesamt 54 Maschen, wobei die Büschelmasche auch ganz normal gezählt wird. Also die zählt dann auch als eine Masche und bei der letzten Zunahme habe ich dann eben als 2. Masche dann auch eine Büschelmasche. Die häkel ich jetzt hier gerade noch fertig, auch wieder ganz normal 5-mal einen Umschlag machen, dass man eben insgesamt 11 Schlaufen auf der Häkelnadel hat und dann einmal den Faden holen und diesen dann durch alle 11 Schlaufen durchziehen. Wenn ihr mit eurem Untersetzer so jetzt schon zufrieden seid, dann könnt ihr jetzt einfach mit einer Kettmasche dann den Untersetzer quasi schließen, also die Runde schließen. Ich habe mich jetzt spontan dazu entschlossen, dass ich jetzt noch eine Runde mit festen Maschen drumherum mache und dafür steche ich dann da einfach jetzt in die markierte Masche ein, mache da eine feste Masche rein, setze mir wieder die Markierung und gehe jetzt einmal rundherum und mache jetzt eben in jede Masche eine feste Masche rein, ohne jegliche Zunahme. Ich gehe jetzt einfach in jede Masche rein und mache dann dort eine feste Masche. Bei der Büschelmasche müsst ihr dann ein bisschen schauen. Da liegt nämlich die Masche ein bisschen weiter nach hinten. Ich zeige euch das jetzt sofort. Und zwar, wenn ihr dann die Büschelmasche einfach so ein bisschen nach vorne zieht, dann seht ihr, dass die Masche dahinter liegt. Und dann könnt ihr dort halt einfach ganz normal wieder einstechen. Und wie gesagt, einfach jetzt in jede Masche eine feste Masche reinhäkeln. Und am Ende sind es dann weiterhin 54 Maschen.
Ich schließe das Ganze dann mit einer Kettmasche. Dafür ziehe ich dann den Faden einfach durch. Dann könnt ihr den Faden abschneiden und durchziehen. Und dann werden wir das Ganze jetzt eben noch gut vernähen, dass da jetzt die Endfäden nicht mehr sichtbar sind. Ich hoffe, die Anleitung hat euch gefallen und ihr hattet ganz viel Spaß beim Nachmachen. Wenn ihr die Untersetzer nachhäkelt, dann verlinkt mich doch sehr gerne auf euren Fotos bei Instagram. Ihr findet mich dort unter dem Namen lana.luca. Wenn ihr Fragen oder Feedback für mich habt, dann ab damit in die Kommentare. Darüber freue ich mich auch immer total. Und schaut doch auch gerne bei meinen anderen Videos vorbei. Da ist bestimmt noch was anderes für euch dabei. Bis zum nächsten Mal.